Ja, hallo und herzlich willkommen in deines Garten. Ich weiß nicht, habe ich euch das schon gesagt? Es ist kalt. Es ist echt kalt. Ich habe schon Feuer gemacht im Haus. Denn es ist kalt. Nichtsdestotrotz, draußen ist es, glaube ich, wärmer als drinnen. Folgedessen werde ich aufs Feld gehen und halt schauen, was ich noch ernten kann. Und nebenbei zeige ich euch, wie weit ich mit dem Kornspeicher bin. Bleibt dran! Heute soll das Dach kommen. Bentjörn hat der Nachbar vorerst mal nur Nägel hingebracht. Aber es schaut eigentlich so gesehen recht gut aus. Hat auch so Stützen am Rand, den Seiten, an allen vier Ecken. So eine Stütze jeweils. Es ist ja auch schon, ich muss aufpassen auf meine Hühner, die laufen mir vor die Füße. Also es ist, so gesehen ist der Kornspeicher fertig, muss nur noch lackiert werden und Dach fehlt. Dach sollte heute kommen. Meine Mädels, die laufen mir überall nach und zanken sich. Ich hoffe, dass das so passt, wie er das gemacht hat. Und ja, sobald es wirklich fertig ist, kann ich dann mit der Maisernte anfangen. Denn es ist kalt, ungemütlich und zu meiner Schande, ich musste heute schon Feuer machen. Ja, zu meiner Schande, ich musste schon Feuer machen, es ist kalt. So, ich war jetzt mehr oder weniger 3 Tage nicht auf dem Feld. Es hat ja auch permanent geregnet und es war kalt. Und ja, wenn es mal im Herbst regnerisch wird und kalt, dann geht man nicht mehr so gerne raus. Nichtsdestotrotz, heute ist es schöner, besser. Folgedessen werde ich mir mal anschauen, was ich hier so alles machen kann und was ich noch ernten kann. So, ein bisschen was konnte ich ernten von den Bohnen. Zeige ich euch dann zum Schluss, was essbar war und was nicht. Und jetzt gehe ich weiter Pfefferonis ernten. Wobei ein paar Hokkaido habe ich noch zustande gekriegt. Und ja, ich glaube, ich werde mich im Winter doch über den einen oder anderen Hokkaido freuen können. 2 Portionen Fisolen, was ich heute geerntet habe in dem Kübel. Und noch eines im Topf, das koche ich mir zu Abendessen. War doch gut, aufs Feld zu gehen und Bohnen zu ernten. Und wenn ich nur einmal in der Woche drei Portionen in der Woche vom Feld hole, ist es auch mehr als genug. Also wir hatten heute Morgen stellenweise Bodenfrost. Und ja, das hat sich gelegt. Wir haben jetzt mittlerweile 5 Grad. Und ja, ich warte eigentlich nur mehr auf mein Dach vom Kornspeicher. Denn ich möchte mit Maisernten loslegen. Und meine Mädels und Jungs laufen mir schon entgegen. Heizen muss ich mittlerweile auch schon. Man sieht zwar noch keinen Rauch, weil ich ja normal heize mit Holz. Verbrenne nicht irgendwas, sondern Holz. Mein Holzhaufen ist etwas kleiner geworden, was ich schon gespalten habe. Da könnt ihr sehen, ganz vorne, habe ich schon einiges verbraucht. Es war auch kalt. Auch die Nachbarn heizen. Die haben ja auch Kinder. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe die Therme auf 20 Grad eingestellt und die ist auch angesprungen bei 20 Grad. Das heißt, wir hatten im Haus unter 20 Grad. Und eins muss ich schon sagen, die armen Menschen, die keine Möglichkeit haben zum Heizen, die armen Menschen, mehr sage ich dazu nicht. Wie ihr sehen könnt, der Kornspeicher, da tut sich was. Ich hoffe, dass heute oder morgen das Dach noch kommt, weil dann kann ich loslegen mit dem Maisernten. Der ist auch schon erntereif. Die Nachbarn machen es morgen. Da habe ich gesagt, ich gehe mit und helfe ihnen. Denn sie kommen mir auch immer wieder helfen. Und ja, Hilfsbereitschaft sollte doch mal da sein. Es ist ja nicht viel, aber ja, etwas. Blecki, humpelst du? Ja, Blecki, du kletterst zu viel auf deinen Mädels rauf.
Wo ist denn der weiße Gogel? Ach, der ist dort am Fressen. Die Clio ist mir gestern ausgebüxt. Die war hier, hat hier gefeiert in diesem Gebüsch, war aber nicht lange draußen. Jetzt ist sie wahrscheinlich im Hühnerstall, denn es ist auch kalt. Die flüchten immer wieder rein. Und ich muss sagen, es ist kalt. Beängstigend kalt. Leute, bereitet euch vor auf den harten Winter. Ich hoffe, dass das nicht zutrifft. Ich hoffe noch, dass wir einen goldenen Oktober haben. Aber auch meine Tomaten lassen die Blätter hängen. Es hat ja viel geregnet. Und da kann man sehen, das ist Bodenfrost. Könnt ihr es sehen? Es ist Bodenfrost. Und das im September. Und ich glaube, meine Melonen sind dahin. Und meine Andenbeere, ich hoffe, dass die heute noch überlebt. Da werde ich mir ein paar so Zweige nehmen. Sowas da. Wenn das überlebt. Und ins Haus bringen, dass ich ein paar Stecklinge für das nächste Jahr habe, für den Start. Aber wie gesagt, Bodenfrost ist schon da. Wie ich schon vor ein paar Tagen gesagt habe, der Herbst kommt nicht, der ist schon da. Ja, wir hatten heute Bodenfrost und jetzt haben wir erst 24. September Bodenfrost. Mein Mann und ich, wir können uns nicht erinnern, dass wir jemals hier im September Bodenfrost hatten. Es ist kalt. Ich heize schon seit Dienstag. Heute ist Freitag, seit Dienstag heize ich. Denn es ist kalt. Und ja, ist halt so. Aber im nächsten Video könnt ihr was Schönes sehen. Und lasst euch da überraschen. Mehr sage ich nicht dazu. Ich kriege noch Haustierchen. Ich will das euch aber nicht sagen, will das nicht verraten. Lasst euch einfach überraschen. Ganz liebe Grüße an euch allen. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen, wo ihr seid. Egal wo. Deutschland, Frankreich, England, Schweden, Sibirien, wo auch immer. Ich wünsche euch alles Gute. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Ungarn. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.